Hallo, wir sind Mara und Elena und wir lassen uns dieses Jahr firmen. Wir haben uns sehr auf die Firmenvorbereitung gefreut. Doch leider war unsere Vorbereitung anders als geplant. Durch die Corona-Pandemie konnten wir uns nicht als Gruppe treffen. Doch die Corona-Krise hat nicht nur unsere Firmenvorbereitung beeinflusst, sondern auch unseren Alltag. Wir durften durch die Schulschließungen nicht mehr in die Schule und mussten von zu Hause aus lernen. Wir mussten von heute auf morgen lernen, uns selbst zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Außerdem konnten wir durch die Ausgangsbeschränkungen unsere sozialen Kontakte nicht pflegen. Sich nicht mit Freunden treffen zu können und auf das Hobby verzichten zu müssen, war ziemlich schwer. Aber die Corona-Pandemie betrifft die ganze Welt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Armut weltweit gestiegen ist. Für unsere Wirtschaft hat Corona auch schwere Folgen. Es haben zum Beispiel viele Menschen ihre Arbeit verloren, mussten in Kurzarbeit gehen oder sogar ihr eigenes Geschäft schließen. Die Reisebeschränkung führte dazu, dass viele Familien ihre Reisen umbuchen oder sogar komplett absagen mussten. Da stellt man sich die Frage, ob Corona überhaupt positive Aspekte hat. Wir sind der Meinung, dass die durch Corona gewachsene Digitalisierung sehr wichtig für unsere Gesellschaft war. So war es möglich, dass wir von zu Hause lernen und viele von zu Hause aus arbeiten konnten. Außerdem hatte man zu Hause auch mal viel mehr Zeit, die man gemeinsam mit seiner Familie verbringen konnte. Wir haben zum Beispiel während dem Lockdown viel mehr Verantwortung übernommen und unsere Eltern bei der Hausarbeit unterstützt. Durch Corona ist uns noch etwas bewusst geworden, und zwar, dass wir unsere Gesundheit wertschätzen sollten. Corona hat auch die Kirche verändert. Eine Zeit lang durfte niemand in die Kirche gehen. Mittlerweile sind Gottesdienste wieder erlaubt, jedoch mit einer begrenzten Anzahl an Besuchern. Zudem werden sie als sogenannte Online-Gottesdienste auch im Internet übertragen, so dass trotzdem jeder dabei sein kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Jesus Christus, der wahrhaft aus dem Grab erstanden ist, er sei mit euch. Und auch unsere Firmenvorbereitung war anders als ursprünglich geplant. Aber Gott hat nicht zurückgezogen, uns seine Gnade zu schenken. Er will uns durch die Firmung bestärken, festigen und ermutigen. Die Kraft des Heiligen Geistes verleiht Standvermögen und ermutigt, Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen. Wie am Pfingstfest die Jünger Jesu vom Heiligen Geist erfüllt wurden, werden wir auch während der Firmung vom Heiligen Geist erfüllt. Er lässt uns nicht alleine, er ist immer bei uns, er führt uns. In diesem Sinn lassen wir uns firmen.